Hühner gerade alle vermietet sind, zeige ich euch heute mal, was ich täglich bei den Hühnern machen muss. Und wie man hier hinter mir hoffentlich sehen kann, sind hier die zwei Gruppen aufgebaut. Und was ich füttern und so machen muss, seht ihr gleich. Wie man sehen kann, fange ich zuerst an, einen Stall sauber zu machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe da in dem Glas Gartenkalk und da streue ich einfach ein bisschen was über den frischen Kot, der bedeckt ist, um ein bisschen den Geruch zu neutralisieren. Und als nächstes gebe ich dann Futter. Das sind dann 1,5 Becher, also solche Ikea-Becher. Die Leute, die bei mir schon mal gemietet haben, wissen es wahrscheinlich schon. Und die packe ich mir einfach fertig in so einem Apfelmus- oder Rotkohlglas ab. Das ist dann ganz entspannt.